Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outlast 2 für die Nintendo Switch. Wie ihr sehen könnt, blutig stark und suche jetzt Verbände. Ich weiß eigentlich nicht, wo ich hin soll, um Verbände zu finden. Weil hier leider auch überall Leute sind. Man muss echt aufpassen, dass man nicht gleich erwischt wird. Weil er zum Beispiel, der sieht ja nicht gerade aus. Wir mal hier durch. Ich finde hier irgendwo einen Verband hier, aber ich glaube, ich finde keinen. Ich weiß noch nicht genau, wo ich hin soll. Das ist das Problem. Liegt einer? Ich glaube, ich muss da hoch. Okay, probieren wir mal da hoch zu gehen. Okay, ich kann da nicht hoch, solange meine Hände wehtun. Ich brauche so einen Kackverband. Na gut. Mal gucken, ob wir hier einen Verband finden irgendwo. Einer von den Buttons müsste doch einen Verband hier haben. Das probiere ich am besten links, ohne entdeckt zu werden. Da hinten ist ein Verband, ich sehe es. Jetzt mich greift gleich jemand an. Oh nein. Okay, also die Frau hilft mir nicht gerade. Probieren wir es gleich nochmal. Los. Ja, ich weiß, ich brauche einen Verband. Oh Gott. Fuck. Gott. Ach, der gute Mann stellt sich auch ein bisschen an. Ne? Ich meine, er hat nur zwei Nägel in die Hände bekommen. So schlimm ist das auch nicht. Okay, schon scheiße, ne? Okay, da geht der Mann längs, da ist die Frau. Wie komme ich an der Frau vorbei, ohne dass sie mich sieht? Kann ich durch den Büsch schleichen, ohne dass sie mich sieht? Natürlich nicht schlecht. Ich kann es nicht. Fuck! Fuck me! Achso, ich fuck, that hurts. Dachte, er macht überhaupt keinen Verband rum. Doch, macht er. Andere Seite vielleicht auch? Boah, der braucht aber lange, oder? Ah, guck mal, schon bin ich wieder fit. Okay. Müssen wir wahrscheinlich auch irgendwie längs. Dann ist wieder einer mit der Taschenlampe. Dem wollen wir nicht begegnen. Dem wollen wir nicht im Dunkeln begegnen. Nein, den wollen wir nicht begegnen. Hier längs. Man hat es auch nicht leicht, ne? So Sektenleute. Oder Kultisten, kann man auch sagen, ne? Kann ich hier runter? Okay, gespeichert. Wahrscheinlich nicht schlecht. Du hast deine Kamera. Ach ja, der hat mir die Kamera geklaut, stimmt. Der glaubt ja so ein Evangelium die Kamera. Ein wirrer Typ. Wie
Hier durch irgendwo? Ja. Das ist nur zum Verstecken hier, okay. Bringt uns nicht so viel. Was ist denn? Oh. Eine kleine Pfütze, die hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre ein kleines Matschloch. Dann gehen wir hier rein. Ich will ganz leise schießen. Oder vielleicht auch abschließen. Oh, da ist noch ein Verband. Hier bei der ganzen Scheiße. Da ist eine Batterie. Kann man es aufmachen? Okay, gucken, wie wir weiterkommen. Ohne, dass uns da jemand jetzt einen Strich durch die Richtung macht. Wo ist denn der Typ? Da, da steht er. Wo können wir noch längs? Müssen wir da durch? Wahrscheinlich, ne? Aber er wird ja nicht weggehen. Oder können wir die Steine klettern? Oder eine Hütte vorbei? Wie kann ich ihn denn ablenken? Ablenken kann ich wahrscheinlich auch nicht, ne? Hm. Aber er geht nicht weg. Er bleibt die ganze Zeit stehen. Ein bisschen Angst jetzt rauszugehen, weil dann läuft er bestimmt hinter mir her. Ich weiß ja auch nicht, was er da sucht. Da ist auch kein Loch im Zaun, wo ich durch kann oder so. Muss ich hier auch links? Wo kann man denn noch längs? Also er steht nur da hinten. Okay. Ich glaube, hier geht es auch noch längs. Okay, hier geht es auch längs. Ich denke, es ist scheiße. Das ist wahrscheinlich eine Toilette hier oder so. Gut. So tief? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, es wird wieder gespeichert. Was ja schon mal gut ist. Ach so, hier hätten wir gar nicht weitergekommen. Außer über diesen Zaun. Ach ja. Wurde bis jetzt noch nicht erschreckt einmal, aber ich glaube, es kommt gleich. Jetzt schon so ein bisschen Panik davor. Aber mal gucken. Muss ja irgendwie weitergehen, ne? Hier können wir in den Baumstamm hier rüber gehen. Sieht so aus, ne? Und wir gehen. Das Geräusch hört sich immer nah an von den Typen.
Wieder gespeichert, okay. Okay, hier kann ich nur ins Wasser fallen. Muss ich wahrscheinlich, ne? Dass wieder ein Typ mit Attacken. Oh. Mann, kann man für sich verpissen da? Ach, das ist er mit seiner. Okay. Das ist der Typ, der mal die Kamera hat. Ja, ist er doch. Okay, wo ist er hin mit meiner Kamera? Da steht er. Wir gehen erstmal hier hin. Verband ist noch mit. Mehr Verbände brauche ich auch nicht. So, schließen wir ab. Da können wir nicht dumm sehen, aber das ist unsere Kamera. How many corpses did you pick over? Okay. Coming back earlier. What the fuck? Don't let me go. Soll da stehen. Kann ich jetzt schon sagen. Don't let me go. I will let know, but you dirty love me. Fuck. Yay. Yeah. Suffer the children. Okay, hier ist es nicht so viel. Man kann hier überall rein, ne? Das ist auch verrückt. Hallo? Was geht denn hier ab? Ist sowieso verschottet. Okay. Was das Ganze mit dieser Schule auf sich hat, würde mich auch mal interessieren. Das werden wir bestimmt noch erfahren. Moment. Sagt es mir gar nichts. Hier ist nichts. Computer, Bildschirmschoner. Klingt irgendwo ein Telefon? Irgendwo klingelt ein Telefon, ne? Bin ich jetzt tot?
kann ja gar nichts machen. Ey, was ist das denn? Oh. Wo hin? Ah. Alter Schwede. Da war ich mal richtig hin, oder? Das Telefon ist nebenan, okay. Hier noch eine Tür nehmen. Na dran. Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Some place safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Ist aber auch ein bisschen krank, das Ganze, oder? Ist aber auch ein bisschen krank. Gar keine Tür mehr auf hier, oder? Ah! Ah! Oh nein, er kommt! Ich komme nicht raus. Oh shit. Was, die falsche Richtung, wo ich gelaufen bin? Jetzt ist das denn? Wo soll ich denn hinlaufen? Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Wirklich. Okay. Okay, da ist ein Psycho. He's coming! Ja, er ist schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Okay, sie schreit in die Richtung, wir müssen in die andere Richtung rennen. Okay, ich renne einfach mal in die andere Richtung. Scheint ja, die andere Richtung scheint die richtige zu sein. Das hier scheint die verkehrte zu sein. Sonst würde ich nicht so oft sterben. Ärgerlich. Bin gespannt. Das ist doof. Auch behindert. Da ist auch einer, scheiße. Okay, ja, nein! Boah, das gibt's doch gar nicht. Hey, wo soll ich denn hin? He's coming, sagt sie. Da muss. Oder hat sie da hinten ein Geheimversteck? Kann ich hier irgendwie in den Spind reinkrabbeln oder so? Das ist doch nicht normal. Die ganze Zeit draufgehe. Und warum brauchst du überhaupt so lange Ladezeiten? Fuck. Okay.
Ach, jetzt bin ich wieder woanders. Ach. Ach, Leute, du. Das ist doch Psycho, ne? Blade, nichts ist elender als sich selbst zu bemitleiden und ich vertraue dir, dich einer derartigen Weibersünde nicht schuldig zu machen. Wenn die Jünger, die ich dir anvertraute, Hunger, Schmerz und Angst erfahren, so ist dies eine Notwendigkeit ihrer fleischlichen Sünde und der Wille des Herrn. Ich schicke euch Speis und Wein, wie der Herr es will und nicht mehr als das. In Visionen sah ich die Plage wachsen und unser Leiden bekam so groß, dass keiner unter uns mehr erleiden konnte. Freue dich also, finde Trost darin, dass wir am Höhepunkt unseres Leidens sind und bald in das ewige Paradies ziehen werden. Kannst du dein Volk nicht mit deiner Zunge führen, so nutze die Feuchte deines Trägers. Papa liebt dich, Gott wird dich erlösen. Not PS, anbei ein Beutel gesalzener Grillen, die Nick so liebt. Lass ihn bitte zukommen und sage ihm, dass sie ein Geschenk von mir sind. Oh, gruselig. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich glaube, wir beenden das Ganze hier einmal und hoffen, in der nächsten Folge geht es spannend weiter. Bis dahin, tschüss. We'll be right back.